So rein vom Namen her und vom Geschmack würde ich jetzt darauf tippen, dass der Sweet Lemon mein Favorit sein wird. Ob das am Ende des Videos immer noch so ist, das werden wir natürlich heute zusammen rausfinden. Die Besonderheit bei diesen ist auf jeden Fall, dass sie limitiert sind. Also wenn sie überall. Moin Freunde, willkommen auf Fresh Insider und dem Kanal für Gaming Booster Reviews. Heute mit einem schönen Gönnergy Video auf diesem Kanal, denn ich habe hier die drei neuen Gönnergy Sorten stehen und ich bin wirklich jetzt sehr gespannt darauf, wie die neue Season schmecken wird. Wir haben als erste neue Sorte einmal den White Peach, dann haben wir den Juneberry Jam und dann noch den Sweet Lemon. So rein vom Namen her und vom Geschmack würde ich jetzt darauf tippen, dass der Sweet Lemon mein Favorit sein wird. Ob das am Ende des Videos immer noch so ist, das werden wir natürlich heute zusammen rausfinden. Die Besonderheit bei diesen ist auf jeden Fall, dass sie limitiert sind. Also wenn sie überall ausverkauft sind, dann wird es sie nicht mehr geben. Ihr könnt allerdings für euren Lieblingsgeschmack abstimmen. Es soll am Boden unten ein Code stehen, für den könnt ihr dann abstimmen. Vielleicht habt ihr ja Glück, dass eure Lieblingssorte gewinnen wird. Die erste Season war vom Geschmack her ja wirklich sehr, sehr extrem. Da hatten sich wirklich einige darüber beschwert und gesagt, das ist einfach zu extrem. Es wurde natürlich auch ein bisschen auf die Community gehört. Und bei der neuen Season soll es vom Geschmack her nicht mehr ganz so extrem sein. Schauen wir mal, ob das so ist. Ich hoffe, es ist immer noch genug Geschmack, denn schließlich ist Taste King. Ich weiß, das habe ich von Burger King geklaut, aber der Satz stimmt nun mal. Ich werde natürlich auch heute alle auf einmal probieren in diesem Video. Also jetzt nicht alle auf einmal in einem Glas. Das wäre, glaube ich, ein bisschen eklig. Aber ihr werdet natürlich alle drei Sorten heute in diesem Video sehen. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit der ersten, und zwar der White Peach. Schauen wir mal, wie die Sorte hier schmecken wird. Die hat auf jeden Fall schon so eine orangene Farbe und es riecht auf jeden Fall schon nach so einem schönen Pfirsich, aber es riecht eher so ein bisschen künstlicher, finde ich, also jetzt nicht wie so ein frischer Pfirsich. Schauen wir mal, wie die Sorte schmeckt. Also die Sorte ist auf jeden Fall fruchtig. Und auf jeden Fall sehr, sehr süß. Also geschmacklich ist das auf jeden Fall immer noch mehr als genug. Ich finde, so vom Grad des Geschmacks ist es auf jeden Fall mehr als genug. Also genau richtig. Mehr Geschmack hätte hier nicht sein dürfen, weil sonst hat man einfach zu viel im Mund. Ich finde, die Sorte erinnert mich irgendwie so an Pfirsichringe von Trolli. Also das ist so das Erste, was mir jetzt in den Kopf geschossen ist, als ich die Sorte hier probiert habe. Also schmeckt auf jeden Fall nicht wie ein frischer Pfirsich, sondern eher so wie ein Candy, sag ich mal. Wie so eine Süßigkeit ist auf jeden Fall eine sehr kräftige Süße mit drinne, ein sehr kräftiger Geschmack. Ich finde auf jeden Fall, dass man das so eigentlich genau trinken kann. Nicht zu viel, nicht zu wenig Geschmack. Ist natürlich immer so eine Ansichtssache. Ja, also die Sorte hier erinnert mich einfach an Trolli. Also ist das Einzige, womit ich diesen Geschmack hier jetzt gerade assoziieren kann. Ja, kann man auf jeden Fall trinken, die Sorte. Wichtig ist natürlich auch immer noch zu sagen, die Gönnergys sind alle wieder zuckerfrei. Wer darauf Wert legt, der ist bei Gönnergy auf jeden Fall richtig. Ich finde es gut, dass man gerade bei den Dosen keinen Zucker hat, denn die sind oft einfach mit viel zu viel Zucker. Wenn man sich da eine Dose reinhaut, hat man eigentlich schon seinen ganzen Tagesbedarf von Zucker gedeckt. Deswegen finde ich es wichtig, dass man hier keinen Zucker reingehauen hat. Man schmeckt bei der Sorte auch nicht, dass hier kein Zucker drin ist. Das ist mir persönlich immer wichtig. Ich mag diesen Süßstoff-Nachgeschmack überhaupt gar nicht. Und 160 Milligramm Koffein müsste eigentlich eine Dose haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf gerechnet habe. Das Koffein soll übrigens aus grünen Kaffeebohnen gewonnen sein, also natürliches Koffein. Hier ist auch noch Grünteeextrakt mit drin. Hier mir Ginseng-Wurzelextrakt mit drin und Ginkgo-Extrakt. Das sind alles so Stoffe, sage ich mal, die dem Körper, sag ich mal, ja, ein bisschen mehr Leistung geben sollen. So, dann machen wir weiter mit der Juneberry Jam. Die hat auf jeden Fall auch schon so eine schöne lilane Farbe. Sieht so aus, das Ganze. Schauen wir mal. Bei der Sorte hier bin ich tatsächlich ein bisschen unsicher, ob die mir geschmacklich zusagen wird. Also es riecht auf jeden Fall schon so ein bisschen säuerlich, die Sorte. Also hat auch einen Fruchtgeruch, aber ja, also so rein vom Geruch her finde ich die Sorte jetzt nicht so nice.
Okay, die ist jetzt der komplette Gegenspieler zu dem White Peach. Die hat auf jeden Fall auch einen Fruchtgeschmack, hat auch so eine Süße mit drinne. Ich finde aber auch so was ganz leicht Säuerliches ist da mit drinne. Also es ist so ein Spiel mit der Säure und der Süße. Der Fruchtgeschmack ist auf jeden Fall auch da. Erinnert mich ein bisschen an so eine Traubenschorle vom Geschmack her, aber nur so ganz dezent. Auch halt eher so wie diese lila Trauben. Ist auf jeden Fall schwierig, den Geschmack gerade zu beschreiben, weil es natürlich keine Traube ist, aber ja, also ich muss sagen, der Juneberry Jam gefällt mir vom Geschmack jetzt ja eher mittelmäßig. White Peach hat mir vom Geschmack auf jeden Fall besser gefallen als der Juneberry Jam. Interessante Mischung, aber ja, meins ist es jetzt nicht so 100%. Die hat irgendwie so was, weiß ich nicht. Der Nachgeschmack gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Also da ist irgendwie was, was mich so ganz leicht stört. Schmeckt jetzt auch nicht grottenschlecht, die Sorte oder so. Na, die kann man auf jeden Fall auch trinken. Aber mir sagt es halt nicht so ganz zu. Ich weiß auch nicht, warum, was mich da jetzt stört. Auch wieder eine interessante Sorte. Auch nicht zu viel Geschmack. Auch hier wurde wieder darauf geachtet, dass die Sorte vom Geschmack her auf jeden Fall etwas milder ist und nicht so extrem reinknallt. Also bisher muss ich sagen, ist die zweite Season rein von der Intensität her auf jeden Fall besser als die erste Season. Jetzt kommen wir zur letzten Sorte, der Sweet Lemon. Auf den bin ich wirklich gespannt. Die Bewertung für die drei Sorten gibt es übrigens am Ende des Videos, damit ich erstmal noch in Ruhe darüber nachdenken kann, welche Punkte welche Sorte bekommt. Da kommt einem schon direkt der Zitronengeruch entgegen. Oh, okay. Die Farbe hätte ich jetzt nicht erwartet. Es sieht halt so typisch Zitronen-like aus, so ein schönes Weiß. Ich hätte eher damit gerechnet, dass die so gelblich ist und nicht so eine Farbe hat. Aber gut, Prost. Oh ja. Oh ja. Die schmeckt anders als erwartet. Ich hätte gedacht, das geht eher so Richtung Süße. Aber die ist so ein bisschen säuerlicher, die Zitrone. Hat auf jeden Fall wirklich einen nicen Geschmack. Das hat irgendwie so ein bisschen was von so einer frischen Zitronenbrause, finde ich. Die hat so eine leichte Säure mit drinne, aber auch so eine leichte Süße. Ich finde, das ist auch von allen drei die Sorte, die am wenigsten Intensität hat, aber trotz allem immer noch auf dem Punkt ist, schmeckt auf jeden Fall schön erfrischend die Sorte. Gerade im Sommer, was jetzt leider nicht der Fall sein wird, außer die Sorte gewinnt halt die Abstimmung. Also wäre auf jeden Fall nice. Kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn der im Sommer eiskalt ist, so wie jetzt gerade auch, dass die auf jeden Fall richtig erfrischend ist und einen richtig runterbringt im Sommer, wenn es draußen so richtig schön knalle heiß wieder sein wird. Also schmeckt wirklich ganz anders als erwartet. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt eher so eine süße Zitronensorte und nicht eher so was leicht säuerliches, erfrischendes. Gefällt mir wirklich gut. Unerwartet ist ja immer am besten. Also die kann man echt gut trinken. Muss ich gerade nochmal einen Schluck nachschenken hier. So. Dann habe ich aber auch genug Energy für heute. Eigentlich trinke ich nicht drei auf einmal. Aber die Dosen sind ja nicht ganz leer. Also die hat so eine richtig schöne Süße, richtig schöne Säure. Schmeckt eher so Richtung einer frischen Zitronenbrause, finde ich. Oder noch so ein leichtes Zitronenaroma zusätzlich noch mit drin ist. Gefällt mir wirklich gut. Kommen wir mal zu einem abschließenden Fazit. Welche Sorte hat bei mir den ersten Platz erreicht, welcher der zweite Platz, welcher der dritte Platz? An erster Stelle würde ich auf jeden Fall, wie vermutet, den Sweet Lemon nehmen, denn er schmeckt auf jeden Fall sehr erfrischend und hat auch so eine leichte Süße gepaart mit so einer leichten Säure. Kam auf jeden Fall sehr unerwartet. Ich finde ihn hier wirklich sehr erfrischend und sehr lecker im Geschmack. An zweiter Stelle würde ich dann den White Peach stellen, denn der schmeckt auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Hat für mich so Kindheitsvibes, weil da irgendwie so die Trolli-Pfirsichringe im Geschmack mit drin sind. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut getroffen, der Geschmack, und ist auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker.
Und an dritter Stelle würde ich dann den Juneberry Jam nehmen. Der hat mich leider nicht so ganz überzeugt vom Geschmack. Immer noch okay, aber vom Geschmack her ist es halt nicht so wirklich meins gewesen. Also Sweet Lemon kriegt von mir auf jeden Fall bewertungstechnisch eine 9. White Peach bekommt von mir eine 8. Und der Juneberry Jam, den würde ich eine 5 geben. Ist nicht ganz so mein Geschmack, kann man auf jeden Fall noch trinken. Wer darauf auf jeden Fall auch Bock hat, auf so eine schöne Juneberry, der ist auf jeden Fall richtig. Aber für mich ist das jetzt nicht so mein Geschmack, sag ich mal. Also da finde ich die anderen Sorten auf jeden Fall weitaus besser. Wenn ihr die drei Sorten auch schon probiert habt, lasst es mich auf jeden Fall gerne mal wissen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, welche der drei Sorten ist euer Lieblingsgeschmack? Und generell, was ist so eure Meinung zur neuen Season? Lasst es mich in den Kommentaren gerne mal wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eure Unterstützung freuen. Drückt gerne den Daumen nach oben Button, gerne einen Kommentar schreiben, gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr hier ein Abo dalassen würdet. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr mal angezeigt, wenn hier ein neues Video erscheint. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ihr wisst, was jetzt kommt. Fresh Bee out.